Hallo liebe Steinbockfrau, lieber Steinbockmann, hier ist die Inbal von inbalstarot.com. Herzlich willkommen. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie dein Liebesleben vom 6. bis 12. Januar aussehen wird. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendenzzeichen. Wieso, weshalb, warum und Antworten zu weiteren häufigen Fragen findest du unten in der Infobox. Da befindet sich der Link zu den häufigsten Fragen und deine Jahreslegung für 2020. Oh, da zeigt sich was. Okay, ich soll den behalten. Mit Schöpfertum. Ist das nicht schon mal bei dir erschienen, Steinbock? Tempo, Weisheit, Fruchtbarkeit habe ich hier. Mit Schöpfertum. 40. Ich soll es behalten. Gut. Die Rollen können vertauscht sein und die Legungen sind immer geschlechterunabhängig. Gucken wir mal. Ich lege das so ab. Gib mir bitte ein Bild zum Liebesleben von Steinbock vom 6. bis 12. Januar, bitte. Steinbock, ich sah dich als Töpfer. Ich weiß nicht, wie das Ding da heißt, dieser Drehtisch da, dieses rotierende Gerät da, das, auf dem man diese Formen da macht. Keine Ahnung. Was ich aber weiß, ist, ich habe auch als Kind viel getöpfert. Was ich einfach weiß, ist, dass manchmal im Ton so größere Stücke sein können. Oder wenn es nicht gerade eine hohe Qualität hat, dann können so Steinchen drin sein oder so Klümpchen, die einen dann sehr verletzen, wenn man das Gerät zu schnell eingestellt hat und es sich zu schnell dreht oder sonst irgendwie dreht, dann kann man sich, man verletzt sich nicht so, nicht wirklich, aber es ist nicht gerade angenehm, wenn man an diese Körnchen drankommt. Weil Lehm an sich ist sehr angenehm zum Anfassen, ist sehr samtig und wenn diese Stückchen dann kommen, dann kann man sich, wie würde ich das nennen, diese Form da dreht und man die Hand dran hält, um es zu formen, während es sich dreht, dann kann es an der Hand so fest, also dran reiben und es kann unangenehm sein. Und du bist da so gestanden, Steinbock, in der Mitte war ein Stück Lehm, ein Stück Ton, mit dem du etwas formen wolltest und da standest du mit den Händen, mit Abstand zu diesem zu dieser Figur und hattest deine Schürze an, bist da gesessen, dein Fuß auf dem Pedal, um das Ding zum Drehen zu bringen und du meintest nur so, ich möchte so schnell wie möglich anfangen, aber ich habe Angst vor diesen Stückchen. Du hast Angst davor, dass du dir wehtun könntest in den Handinnenflächen und deswegen hast du das Gerät nicht gestartet und einfach mal die Form da angefangen zu bearbeiten. Ich sag dir was, Steinbock, ich habe als Kind getöpfert und als Kind sogar hat es nicht wirklich so weh getan. Es ist der Schmerz, den du da befürchtest, ist viel, viel, viel weniger schlimm, als du glaubst. Ich habe mit Kinderhänden habe ich getöpfert und es war unangenehm, aber nicht ganz schmerzhaft. Ich würde es nicht als schmerzhaft bezeichnen im Vergleich zu den anderen Dingen, die ich als Kind hatte. Verletzungen etc. Okay? Schauen wir mal. Eine Karte bitte zum Liebesleben von Steinbock vom 6. bis 12. Januar. Weitergehen. 45. Mitschöpfertum und weitergehen. 40 und 45. Mir kommt gerade so das Bild von 5 der Stäbe in den Sinn. Ich habe hier 40 und hier 45, das ist mir direkt in den Sinn gekommen. Fünfter Stäbe bedeutet Konflikte und die sollst du hinter dir lassen. Ist das Problem hier, dass du der Einzige bist, der töpfert, Steinbock?
und du es ein bisschen unfair findest, dass du dieses unangenehme Gefühl ganz alleine durchleben sollst. Das unangenehme Gefühl mit diesen Körnchen im weichen Lehm. Und du sollst hier einfach weitergehen, hier über den Steg. Stege sind größtenteils über Wasser. Du sollst über deinen Gefühlen stehen und vorwärts gehen. Tempo, Weisheit, Kreativität, also Fruchtbarkeit, Entschuldigung. Ich habe hier Stäbe, Schwerter und Münzen und die Kelche, die sind hier unter dem Steg. Steinbock, ich habe News für dich. In was auch immer du, falls du hier eben in dieser unangenehmen Situation bist, wo du alles selber machen musst, dein Gegenüber liebt dich nicht. Deswegen sollst du mal hier deine Gefühle da unter dem Steg lassen und über den Steg, über deinen Gefühlen hinweg sollst du fortfahren. Und es scheint mir fast so, wie wenn du hier auch keine Gefühle mehr hättest in dieser Situation. Okay, das wird sehr spezifisch. Falls es passt, viel Spaß. Und falls nicht, dann mach nicht die Karten passend oder dein Leben passend. Okay? Dann einfach weiter switchen zu den zu anderen Legungen. Okay? Wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Nicht krampfhaft versuchen, die Geschichte passend zu machen. Gib mir bitte eine Karte zum Liebesleben von Steinbock vom 6. bis 12. Januar. Zweiter Kelche. Ich sehe weder hier Gefühle, ich habe hier Stab, symbolisch gesehen habe ich hier Stab, Schwert, Münzen, Kelch fehlt hier. Hier gehst du über deine Gefühle hinweg, gehst du hier weiter zum Tor und hier habe ich zweiter Kelche. Steinbock, du hast diesen Menschen für deinen Seelenpartner gehalten. Ja. Du dachtest, da ist Liebe, aber da ist nichts. Stattdessen, voilà, das ist der König der Schwerter, das ist ein geschiedener Mann. Der König der Schwerter, das ist wie die Königin der Schwerter auch, oder? Das sind geschiedene Menschen, das sind die, die einmal gegen diese Mauer der Liebe geknallt sind. Da, ja. Also das ist so richtig typisch, wenn man sich hier verirrt hat, gedacht hat, dieser Mensch ist mein Seelenpartner, meine Seelenpartnerin und merkt, dass man sich getäuscht hat, dann kommt man in 70% der Fälle in diesen Modus. Der Verstand setzt ein. Die Vernunft. Uff, fünf der Münzen. Steinbock, nicht nur, dass dieser Mensch dir keine Liebe gegeben hat, die haben auch ihre Versprechungen nicht eingehalten. Er, sie hat dich verlassen, dafür gesorgt, dass du dich alleine fühlst. Und hier in der Mitte der König der Schwerter, der sagt, es reicht, ich muss hier raus. Ich bin zur Vernunft gekommen jetzt. Drei der Münzen.
Ritter der Schwerter. Zwei der Stäbe. Nochmals. Spezifisch bedeutet, pass nicht dein Leben an. Das Video ist für tausende Menschen und falls es nicht passt, dann sei einfach froh und geh weiter. Und bei denen, die es passt, ich habe schlechte News. Ich habe schlechte News, du Steinbock, du berätst dich hier nun mit Freunden, mit Bekannten und holst dir Feedback von deinem Umfeld. Hier bist du in dieser Situation, wo du diesen Menschen als deinen Seelenpartner, deine Seelenpartnerin gehalten hast und das Gefühl von Verlassensein, das lässt dich hier aufwecken und da gehst du nun und berätst dich. Jene von euch, die momentan sich in Psychotherapie befinden, ihr werdet das Thema nun ansprechen bei eurem Arzt. Einfach um einen Abgleich hier vorzunehmen mit eurem Umfeld. Oder spinne ich oder bin ich hier wirklich in einer verkackten Situation? Habe ich mich hier wirklich geirrt? Und die Sache ist die, du hast dich wirklich geirrt, Steinbock. Und deine Wut wird sich vor allem auf dich selbst richten. Ich sag dir wieso. Wenn du hier bemerkst, dass du dich geirrt hast und dann vorwärts schaust, dann käme hier drei der Stäbe. Warum? Weil alles, was kommt, besser sein wird als das, was hier ist. Aber das Problem ist, da ist irgendwas, das du durch diese Verirrung hier verloren hast, spüre ich hier raus, und deswegen regst du dich darüber auf. Du hättest hier eigentlich mit drei Stäben motiviert in die Zukunft schauen sollen, aber jetzt, wo du hier erwachst, merkst du, ich habe hier in etwas die Perspektive verloren. Du stehst hier quasi wieder am Anfang. Ich spüre hier einen weiteren Herzensmann, eine weitere Herz, also was heißt hier weitere? Ich spüre hier einen Herzensmann, eine Herzensdame hinaus, den du verloren hast. Und jetzt bist du wütend auf dich selbst. So oder so, Steinbock, so oder so sollst du weitergehen. Da, wo du bist, herrscht kein Mitschöpfertum. Du bist ganz alleine da am Töpfern und du bist der Einzige, der hier, die hier diese unangenehmen Steinchen da in der Handinnenfläche spüren muss. Du sollst weitergehen. Mehr kann ich nicht sagen. Du sollst so oder so weitergehen. Ganz egal, ob du jetzt mit dieser anderen Person noch eine Perspektive hast oder nicht. Hier geht es nicht darum, dass du die andere Person noch bekommst oder nicht. Es geht hier um dein Leben und um dein Wohlergehen. Um dein Leben geht es hier, nicht einfach nur um eine andere Person. Und geh hier raus. Geh hier so oder so raus. Ganz egal, was mit der anderen Person da sein wird. Okay? Ich werde hier mit dem Hexentarot eine weitere Reihe ziehen, dann finden wir hoffentlich auch mehr raus über diese andere Person hier. Und ich werde diese Karten hier noch fragen, was du über Herzensdame, Herzensmann noch nicht weißt, aber wissen solltest. Wichtig einfach, hier sehe ich eine andere Person und hier eine andere. Hier ist man stecken geblieben, hat sich getäuscht und hier hat man jemanden verloren. Okay? Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox. Falls dir mein Stil gefällt, dann freue ich mich auf deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye bye.